Ausgedrückt durch Stoff, Nadel und Faden. Eine Auswahl aus den gesammelten, bestickten Kleidern von Widwet Kawar nimmt sie mit auf eine Reise durch die palästinensischen Provinzen. Willkommen zur heutigen Modenschau, bei der wir nicht nur Mode präsentieren, sondern auch eine reiche und ungebrochene Tradition lebendig werden lassen. Diese Kollektion palästinensischer Kleider ist mehr als nur Kleidung. Sie ist ein lebendiges Zeichen des Überlebens und der Widerstandsfähigkeit. Jeder Stich, jede Farbe, jedes Muster erzählt eine Geschichte von Heimat, von Identität und von einem unerschütterlichen Geist, der über Generationen hinweg weitergegeben wurde. In einer Welt, in der Kultur oft ausradiert oder vereinnahmt wird, stehen diese Kleider als stolze Verkörperung einer Geschichte, die nicht zum Schweigen gebracht werden kann. Sie sind Ausdruck der Hoffnung, der Liebe und des Kampfes und um die Bewahrung einer kulturellen Identität. Die Frauen, die diese Meisterwerke geschaffen haben, sind die stillen Hüterinnen des Erbes, die weit über Mode hinausgeht. Sie sind die Trägerinnen einer Geschichte, die in jedem Faden weiterlebt. So, jetzt allgemein zur Stickerei. Das Sticken ist die formenreichste und vielgestaltigste textile Handarbeitstechnik. Keine andere kann im gleichen Umfang Ausdruck der persönlichen Eigenart eines Menschen sein. Unverwechselbares Schaffen und der Fantasie Raum geben. Es ist unmöglich, den Beginn dieser Volkskunst zeitlich festzuhalten. Aber es gab in Palästina keine Frau, die nicht stickte. Wenn das Mädchen 6 Jahre alt war, begann sie unter Anleitung der älteren Schwestern und Frauen der Familie mit der Stickerei. Sie lernte die Technik, die üblichen Muster und die Farbenzusammenstellungen. Die palästinensischen Frauen kopierten Stickmotive, die schon ihre Mütter und Großmütter verwendeten und diese dann wiederum an ihren Vorfahren geerbt hatten. Der Tradition nach besaß jedes Gebiet seine eigenen unterschiedlichen Muster, die ihre Identität und Zusammengehörigkeit symbolisierten. Gesellschaftliche Beziehungen, Kontakte und sogar Heiraten zwischen Bewohnern verschiedener Dörfer nahmen Einfluss auf die Stickerei. Gewisse Muster aber blieben weiterhin ein exklusives Eigentum eines bestimmten Gebietes, ihres Ursprungortes. Jedes Kleid ist ein Einzelstück, ein Gedicht, geschrieben in der Sprache der Farben und Muster, zum Schutz der Trägerinnen, alles Böse von ihr abzuwehren, ein Spiegel ihrer emotionalen und physischen Bedürfnisse. Das war ein Zitat von Heike Weber. Die palästinensische Stickerei wird hauptsächlich in 3 Techniken ausgeführt. Der Kreuzstich, Al-Fallahiyya, Kordelstickerei, Tahrin und Rashik und Plattstich, Lef. Dazu kommt noch der Saum- oder Applikationsstich, mit dem der Kleidersäume verziert und verschiedene Seiden- und Samtstücke angenäht werden. Der Kreuzstich, auch Bauernstich, also Fallahi genannt, ist die bekannteste Technik. Sie ist typisch für Bethlehem und war ursprünglich nur dort zu finden. Bei dieser Technik werden Wellen und kreisförmige Ornamente gebildet. Der Plattstich dient zur Füllung von Leerräumen in den Ornamenten der Kordelstickerei
und bildet somit kein selbstständiges Element der palästinensischen Stickerei. Die Stoffe der Kleider waren, wie wir auch hier sehen, aus Baumwolle, Leinen und Seide. Und bis zum Ende des 19. Jahrhunderts blühte damals die Textilproduktion im heutigen Palästina. Die Stoffe wurden im Gebiet von Majdal, Gaza, Ramallah, Nazareth, Hebron und Nablus gewebt. Luxuriöse Stoffe wie Seide, Satin und Brokade kamen aus der Produktionsstätte in Syrien, damals zum Beispiel aus Damaskus, Aleppo, Homs und Hama. Und sie waren und sind heute noch sehr, sehr berühmt dafür. Das Stickgarn, das bis etwa 1930 verwendet wurde, bestand aus naturgefärbter Seide und wurde in Syrien hergestellt. Später verwendete man Importgarne aus ganz Europa. Zum Färben benutzte man überwiegend pflanzliche Mittel, die man durch Beizen haltbar macht. So, also nochmal herzlich willkommen zu einer außergewöhnlichen Modenschau, die mehr als nur eine Präsentation von Kleidung ist. Heute feiern wir nicht nur die Schönheit, sondern auch den Widerstand, die Identität und die Kultur eines Volkes, der sich durch nichts und niemanden unterkriegen lässt. Heute sehen Sie nicht nur Stoffe, Farben und Muster, Sie sehen diese Seele eines Volkes. Diese Kleider sind ein Schatz, der nicht vergehen wird. Eine Erinnerung, die nicht verblassen wird. Sie sind das Symbol für den unerschütterlichen Widerstand eines Volkes, das sich weigert, in Vergessenheit zu geraten. Wir laden Sie ein, mit uns eine Reise durch die palästinensischen Provinzen zu unternehmen, geführt von den Händen, die diese Kunstwerke geschaffen haben. Jedes Kleid, das über diesen Laufsteg schreitet, erzählt seine eigene Geschichte. Eine Geschichte von Widerstand, von Resilienz, eine gute Geschichte voller Leben. Lasst uns gemeinsam eintauchen in die Farben und Muster Palästinas und die Stimmen hören, die durch Nadel und Faden sprechen. Viel Freude bei der Modenschau. So, ich komme mal ein bisschen nach vorne, damit ich die Mädels besser sehe. Genau. Beginnen wir nun unsere Reise der verschiedenen palästinensischen Stilprovinzen mit den bestickten Kleidern. So, ausgehend von den Verwaltungsgrenzen, die in der Mandanszeit für Palästina und im heutigen für Jordanien, wurde das Gebiet, aus dem die Kleider stammen, in Zielprovinzen unterteilt, wobei es in manchen Fällen sinnvoll war, zwei Verwaltungsgebiete in einer Zielprovinz zusammenzufassen. Zum Beispiel wurde das Gebiet Jerusalem denjenigen von Bethlehem zugeschlagen. Galiläa, also zum Beispiel Akko, Haifa, Tiberias und Safat. Nablus ist dann Jenin und Tulkaram. Ramallah, Bethlehem, Hebron, Jaffa, Gaza. Und unser erster Schritt führt uns in die mystischen Weiten des Sinai und nach Beersheba, also der 1940er Jahre. Das sieht man hier in dem ersten Kleid. Hier enthüllt sich das Hochzeitskleid einer Beduinen. Du kannst einmal nach vorne kommen, damit die Leute dein Kleid besser betrachten. Achso, du bist die Nummer 1. Okay, dann die Nummer 1 hier von hier. Ja. Einfach nur ein bisschen nach vorne kommen, bitte. So. Hier enthüllt sich das Hochzeitskleid einer Beduinen, dessen Stickgarn in Rot die Liebe und das Leben symbolisiert. Doch das Kleid ist mehr als Schmuck. Es wandelt sich mit dem Schicksal seiner Trägerin. Ein blauer Faden verkündet Trauer und zarte rosa Akzente bringen das Versprechen eines Neuanfangs. Dieses Kleid ist eine Erzählung von Verlust, neuer Hoffnung, von Tradition und Veränderung. Jetzt gehen wir rüber zu Nummer 2. Weiter geht es in das lebendige Gaza von 1945, wo die Stoffe Geschichte von Standhaftigkeit flüstern. Gewebt in El Metschedel schmücken farbige Streifen die Kanten, während der dunkle Mittelbereich die Tiefe und Stärke dieses Volkes symbolisiert. Sie pressen, die sich wie ein stiller Wächter in den Mustern verbergen,
erzählen von einem unerschütterlichen Willen, tief verwurzelt und doch stets wachsend. Jetzt zu Kleid 3. Unsere nächste Station ist jetzt das grüne Herz von Ramallah. Hier ist ein Hochzeitskleid auch wieder, verweben mit alten Traditionen und neuen Einflüssen. Geometrische Muster tanzen neben floralen Designs, das sieht man hier ganz schön an den Blumenbestickungen, und inspiriert von den Quäkern, die ihre Musterbögen in die palästinensische Stickkunst einfließen ließen. Dieses Kleid ist ein Zeugnis dafür, wie Kulturen sich berühren und etwas Einzigartiges schaffen. Also hier sieht man ganz gut, wie mehrere Kulturen zusammengeverflossen sind, indem die Braut, die damalige Braut, ihre Stickerei mit in das Hochzeitskleid, sowohl ihre traditionelle als auch die Tradition ihres Ehemanns in das Kleid involviert hatte. Okay, jetzt kommen wir zu Kleid Nummer 3, kannst gerne nach vorne kommen. Hier sind wir, beziehungsweise wir steigen hinauf auf den sanften Hügel des Galilees, auch von 1945, wo die Kleider schlicht und doch sehr bedeutungsvoll waren. Die Mäntel, inspiriert von Syrern und den Libanesen, trugen wenige Stickereien. Doch ihre Schlichtheit liegt eine tiefe Verbindung zu den Nachbarn. Ein stilles Flüstern der Verbundenheit, der uns daran erinnert, wie eng verwoben die Kulturen dieser ganzen Region sind. Kleid Nummer 4. So, jetzt kommen wir ins Moderne. Unsere Reise führt nun in die Moderne, ins Jahr 2000, wo wir ein neues Kleid erblicken. Maschinengestickt, aus Samt gefertigt, erzählt es die Geschichte einer Tradition, die sich mit der Zeit verändert hat, ohne ihre Wurzeln zu verlieren. Es ist ein Kleid, das die Vergangenheit ehrt und gleichzeitig auch den Blick Richtung Zukunft richtet. Als nächstes kommen wir zu Kleid, das sogenannte Mondkleid 1986. Es ist ein Kunstwerk, das die mystische Schönheit des Mondes einfängt. Handgestickt und mit umhäkelten Abschlüssen versehen, trägt das Kleid das Symbol des Mondes. Ein Zeichen, das tief in der palästinensischen Seele verankert ist. Es spricht von Träumen und Sehnsüchten, von einer Vergangenheit, die im Licht der Zukunft erstrahlt. Vielen Dank. Und nun erreichen wir die Küstenregion Jaffa, 1930, wo ein Hochzeitskleid aus indogen gefärbten Leinen uns in seinen Bann zieht. Verziert mit Schnurstickereien, Kreuzstichen trägt es Zypressen, Sternen und Treppenmotive, die die Verbindung zwischen Himmel und Erde symbolisieren. Dieses Kleid ist eine Hymne an die Natur und das spirituelle Erbe Palästinas. Vielen Dank. Und nun führt es uns mit einem Festkleid weiter aus den Dörfern rund um Jerusalem. 1925, ein etwas älteres Modell. Die Schnurstickerei im Bethlehem-Stil, beeinflusst von den prächtigen Kirchengewänden, erzählt von himmlischen und höllischen Visionen. Grüne und rote Streifen symbolisieren den Himmel und die Hölle. Es ist ein Kleid, das von Glauben und Mystik spricht, von den tiefen Spiritualitäten der Region. Vielen Dank. So, nun machen wir einen Abstecher in die Region Lifter, 1930, wo wir ein Brautkleid bewundern dürften, mit floralen Grabani-Musterungen verziert. Ist dieses Kleid ein Relikt einer Zeit, als diese Stickerei noch per Hand in Syrien gefertigt wurde? Es ist ein Kleid von unschätzbarem Wert, ein Symbol für die kostbare Kunst und die tiefe Verbindung zwischen Palästina und Syrien. So, dann das vorletzte Kleid ist unser Rosenkleid aus 1950. Ein Kleid, das in ganz Palästina getragen wurde, handgestickt, mit umhäkelten Abschlüssen versehen, ist das Kleid mehr als nur ein Ausdruck von Schönheit. Es ist ein Symbol der Liebe, der Hoffnung und des Überlebens. Die Rose, ein Zeichen der Zärtlichkeit und Stärke, spricht von einem tiefen, unvergesslichen Erbe.
Die Kleider sind von der Sammlung aus der Sammlung Vidat Kawar, bei der wir uns herzlich bedanken. Und dann kommen wir noch zum allerletzten Kleid. Das ist ein etwas moderneres Kleid aus der Region Jenin. Jaffa. Ist etwas moderner, ist auch maschinell bestickt worden. Man sieht hier die ganz traditionellen Stickereien des Falahi-Tatris, aber auch modernere Einflüsse sowie florale Muster, zum Beispiel an den Ärmeln, etwas dunklere Farben, dazwischen hellere Farben, also eine Mischung aus modern und traditionell. So, diese ganzen Kleider sind aus der Sammlung von Widad Kawar, bei dem wir uns natürlich herzlich bedanken. Widad Kawar wurde 1930 in Tulkaram, Palästina, geboren und ist seit ihrer Heirat 1956 in Amman, Jordanien, wohnhaft. In ihrer Heimat wird sie liebevoll Ummul Libas al-Falastini genannt, Mutter der palästinensischen Kleider. Während eines Ferienaufenthaltes in einem Dorf in der Nähe von Ramallah wurde Widad Kawar zwei alte Trachten geschenkt. Dies war der Grundstock für eine Sammlung, um die die Besitzerin von den Museen in aller Welt beneidet wird. Sie ist heute die größte und vollständige Sammlung, die zu diesem Themenbereich existiert und zugleich auch die älteste. Ich hatte keinen freien Platz, keine festen Pläne, als ich zu sammeln anfing. Ich hatte keine wissenschaftlichen Zugang, keinen Grund, aus dem heraus ich sammelte, noch wusste ich, wie man systematisch sammelt. Ich liebte die Dinge, die ich sammelte, und meine Liebe wuchs und entwickelte sich in alle Richtungen, schreibt Widad Kawar. Und über ihre Sammlung sagt sie, die Sammlung ist eine persönliche Suche nach der Identität als Palästinenserin und Araberin. Es ist eine Entdeckungsreise durch das reiche arabische Erbe und gar eine Liebesbeziehung, die nie endet, sondern immerzu wächst. Und so endet unsere Reise. Doch die Geschichten dieser Kleider verweilen wie sanfte Echos in den Herzen und Gedanken. Diese Gewänder sind mehr als nur ein Hauch von Vergangenheit. Sie sind ein lebendiges Zeichen eines Volkes, das sich trotz aller Widrigkeiten weigert, seine Stimme in der Dunkelheit zu verlieren. Jeder Faden, jede Stickerei, jedes Symbol trägt die Last der Geschichte, die Stärke der Ahnen und die unerschütterliche Hoffnung der kommenden Generationen. In einer Welt, die oft versucht, Kulturen zu unterdrücken, erheben sich diese Kleider als stille Schreie des Widerstands. Schönheiten, die nicht vergehen, Erinnerungen, die nicht verblassen. So stehen wir hier voller Würde und unerschrocken und erinnern uns daran, dass Widerstand nicht immer laut sein muss. Manchmal ist es leise, zart und zart wie der Schlag einer Nadel durch Stoff, doch seine Wirkung ist tief und unaufhaltsam. Diese Kleider sind ein Flüstern, das zu einem Sturm heranwächst. Ein Sturm, der die Welt daran hält und daran erinnert, dass die Identität eines Volkes weder ausgelöscht noch vergessen werden kann. Sie sind das Erbe, das in den Herzen weiterlebt und die Hoffnung, die in jedem Stich, jeder Farbe, jedem Muster neu erblüht. Möge dieser Tag, uns alle daran erinnern, dass wahre Schönheit in der Widerstandskraft liegt und dass wahre Stärke der Weigerung liegt, zu verschwinden. Und so gehen wir hinaus, inspiriert von der Geschichte, erfüllt von der Kraft um diese Kleider, die diese uns übermittelt haben. Vielen Dank.